Ja, und hier in Berlin bei den deutschen Schwimmmeisterschaften, bei der Olympia-Qualifikation für Athen, geben sich sozusagen die Stars die Klinken in die Hand. Bisher lief es auch ganz prima, bis auf eine Überraschung. Und die gab es über 200 Meter Delfin, der Männer als Helge Möw Thomas Rupprath besiegt hat, ganz klar und deutlich. Und Thomas Rupprath damit noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert ist. Bei den Frauen läuft sozusagen alles nach Plan. Die Favoritinnen haben sich durchgesetzt, Sandra Völker, aber auch Hanna Stockbauer. Und jetzt will es Antje Buschulte wissen, über 100 Meter Rücken. Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Barcelona hat sie den größten Erfolg in ihrer Karriere gefeiert. Sie konnte es kaum fassen, als sie als Erste angeschlagen hatte und sich ihren großen Traum erfüllen konnte, mit Tränen in den Augen bei der Siegerehrung. Das war für sie der schönste, der größte, der wichtigste Augenblick bisher in ihrem Leben. Endlich einen Einzeltitel, endlich Weltmeisterin. Und jetzt will sie Barcelona noch einmal toppen und sich qualifizieren für die Olympischen Spiele in Athen. Dafür ist der Weg jetzt frei. Thomas Wag, bitte. Und sie strahlt ja auch richtig. Also das ist ein Gesicht voller Zuversicht. Vielleicht hat sie auch nicht mitbekommen, was Thomas Rupprath da eben passiert ist. Der ging auch als Favorit ins Wasser und kam geschlagen wieder raus. Und sie hat richtig Spaß hier. Platz 1 oder 2, den wird sie doch wohl packen. Dann kann sie sich ihrer Olympiateilnahme sicher sein. Denn mit ihrer Zeit, dem deutschen Rekord, den sie bei den letzten Weltmeisterschaften in Barcelona erreicht hat, ist sie natürlich schon so gut wie qualifiziert. Rafaela Pieler. 100 Meter Rücken der Frauen. Sie kommt vom SC Delfin Ingolstadt. Zum ersten Mal Teilnehmerin eines Finals bei den schnellsten 8 bei deutschen Meisterschaften. Neben ihr Britta Bösing, Mika Heidelberg bis jetzt mit 3 Finalteilnahmen heute. Und jetzt kommen wir zu denen, die dann schon ein Wörtchen mitreden wollen, wenn es um die Vergabe des zweiten Platzes geht. Jenny Mensing, die Vorjahresdritte von der SG Neukölln. Auch heute Morgen mit der drittschnellsten Zeit, da ist was drin. Antje Buschulte, wie gesagt, die Weltmeisterin von Barcelona. Der größte Tag in ihrem Leben. Und übrig geblieben ist nicht nur die Goldmedaille, auch der deutsche Rekord 1:00:33. Und sie traut sich zu, nur unwesentlich langsamer zu sein heute. Janine Pietsch, 21 Jahre alt, aus Ingolstadt, hat im vergangenen Jahr eine Pause eingelegt. Sie könnte jetzt die von Sandra Völker freigemachte Position hinter Buschulte einnehmen. Vielleicht sogar mehr. Wir werden sehen. Das ist Franziska Gähler, eine starke Jahrgangsschwimmerin. Eine gute Sprinterin. An der Wende wird sie noch ein bisschen feilen müssen. Franziska Gröppel aus Leutsch. Da haben wir sie, ja. In der Nähe von Leipzig kamen schon einige gute Schwimmer her. Denken Sie nur an die Geschwister Herbst. Und dann fehlt uns Yui Abiru, eine Japanerin, die schon seit einigen Jahren in Chemnitz lebt. Für den deutschen Schwimmverband wäre sie nicht startberechtigt, da sie nur einen japanischen Pass besitzt. Aber wegen ihrer langen Zeit in Deutschland kann sie hier mitmischen. Der Trainer von Antje Buschulte, Bernd Henneberg, der sie in Magdeburg mit nicht gerade wenig Erfolg trainiert. Also, Buschulte, vierte von unten. Janine Pietsch, eine Bahn darüber. Wird es nur ein Duell zwischen diesen beiden geben oder kann Jenny Mensing, die dritte von unten, da mitmischen? War ein guter Start von Antje Buschulte mit der schnellsten Reaktionszeit, wie wir hier gesehen haben. Aber noch schneller war eben die eine Bahn darüber, Janine Pietsch. So sieht es im Moment aus. Janine Pietsch führt vor Antje Buschulte und darunter dann Jenny Mensing. Das sind die drei, die wir Ihnen vorher schon als Favoritin vorgestellt haben. Aber dass Janine Pietsch auf den ersten 50 Metern hier so losgeht, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Janine Pietsch in der Zeit von unter 30 Sekunden, exakt 29,70. Ich glaube, so schnell war sie nach den ersten 50 Metern noch nie gewesen. Jetzt ganz ruhig mit einfacher Frequenz Antje Buschulte. Zug um Zug, die beiden sind gleich auf. Oben Pietsch in der silbernen Badekappe. Das hier ist die Kopfansicht auf Antje Buschulte, die sich jetzt scheinbar ganz langsam nach vorne schiebt. Oder sind sie doch gleich auf? Janine Pietsch kann kontern. Die kommen ja gleich an. Janine Pietsch gewinnt. Antje Buschulte auf Platz 2. Und die Zeiten? 1:01,38 für die neue deutsche Meisterin Janine Pietsch aus Ingolstadt. Und 1:01,43 für die etwas überraschend geschlagene Antje Buschulte. Ich bin gespannt, ob sie jetzt gleich auch noch lassen wird. Oder hat sie hier einfach nur
spekuliert, hat geguckt, was macht Jenny Mensing. Reicht mir der zweite Platz, um nach Athen zu fahren? Klar, sie ist durch mit dieser Leistung. Aber wollte sie denn ihren Meistertitel hier nicht verteidigen? Also, das wäre dann schon, oder das ist die zweite dicke Überraschung. Die erste, Helge Meef über 200 Meter Schmetterling, neuer deutscher Meister vor Thomas Ruprath. Und für mich die zweite, nicht Sensation, aber auch dicke, dicke sportliche Überraschung. Jeanine Pietsch schlägt bei den deutschen Meisterschaften Antje Buschulte auf deren Paradestrecke diesen 100 Meter Rücken. Jeanine Pietsch aus Ingolstadt besiegt die Weltmeisterin und die wird uns dann möglicherweise schon noch erklären, ob sie bewusst hier ein bisschen langsamer angegangen ist. Aber so wie sie hier, wie Jeanine Pietsch die ersten 50 Meter gestaltet hat, da war diese Überraschung schon greifbar nah und das hat sie nur noch bestätigt auf den letzten Metern. So sieht das aus. Jeanine Pietsch vor Antje Buschulte und Jenny Mensing. Schwimmen im ZDF. Ein sportlicher Genuss mit Erdinger alkoholfrei. Insgesamt 40 deutsche Meistertitel werden hier vergeben werden. 7 strahlende Sieger haben wir live miterleben können. Eine ist eigentlich heute ein bisschen untergegangen, obwohl sie immerhin Vierte geworden ist, über 50 Meter Freistil. Aber ihr Tag soll morgen kommen, über 200 Meter Freistil, auf der sie den Weltrekord hält. Franziska van Almsick, Michael Kreuz. Franziska van Almsick. Quasi die ganze Nation nimmt Anteil an ihrem letzten großen Ziel, den Olympiasieg über 200 Meter Freistil. Jetzt könnte ich sagen, ich will unbedingt eine Medaille. Aber auch das ist mir bei meinen vierten Olympischen Spielen einfach zu wenig. Und ich muss auch einfach, glaube ich, ehrlich zu mir selbst sein. Und da kann ich nur sagen, dass ich Gold gewinnen will. Um auf dem Weg dahin nicht zu straucheln, hat sie hart gearbeitet. Zuletzt auf Welt- und Europameisterschaften verzichtet, die Vorbereitung nahezu perfekt gestaltet. Kilometer um Kilometer, Tausende werden es zum Schluss gewesen sein. Ohne Rückhalt ist das nicht zu schaffen. Trainer Norbert Warnatsch beherrscht die Gratwanderung, liebevoll Leistung zu verlangen. Und das bis zur Erschöpfung. Ruhe- und Entspannungsphasen sind aber natürlich genauso wichtig bei einer derart langen und erfolgreichen Karriere. Ich habe hier zu Hause bei meinen Eltern ein Büro und da stehen alle Pokale. Und wenn ich lange Zeit nicht zu Hause war und ich betrete den Raum, dann kann ich nicht glauben, dass es mir gehört. Also das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe früher und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich war 14, als alles losging. Und ich bin eigentlich erst seit 2-3 Jahren in der Lage, wirklich zu realisieren und zu genießen, was ich erreicht habe oder wer ich wirklich bin. Die Vergangenheit hatte viele Facetten. Niederlagen begleitet von Häme und Spott und beinahe unglaubliche Höhenflüge. Erreicht hat sie dabei alles, bis auf besagten Olympiasieg. Das große Ziel, ihr Antrieb und auch dank ihrer familiären Unterstützung ist sie in der Lage, den eigenen Druck und den der Öffentlichkeit auszuhalten. Die Hoffnungen sind groß und die Karriere hat gezeigt, irgendwann und irgendwie hat sie immer ihren Weg gefunden. Ja, und mehr über das Leben von Franziska van Almsick können Sie auf Arte sehen am 7. August um 19 Uhr. Da lohnt sich garantiert vor den Olympischen Spielen in Athen nochmal reinzuschauen. Und neben mir steht jetzt die strahlende Siegerin über 100 Meter Rücken, Jeanine Pietsch. Ja, das ist wie Helge Meef, die Überraschung des Tages. Haben Sie vorher seinen Wettbewerb gesehen, der Sie vielleicht motiviert hat? Ja, also ich habe den Wettbewerb verfolgt und es war fantastisch. Ich hatte Gänsehaut und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, jetzt musst du los, du kannst auch. Wie haben Sie diesen Zweikampf empfunden während des Rennens mit der Weltmeisterin, mit Antje Buschulte? Also ich muss sagen, diesmal war es fantastisch. Also ich hatte es noch nie, dass Antje Buschulte hinter mir war und es treibt wahnsinnig. Ich kam mir vor, als ob ich fliegen würde und es hat geklappt, ich bin super fröhlich. Mhm. Sie schwimmen in so einem Ganzkörperanzug, was macht das aus? Ja, was macht es aus? Ich habe den selber noch nicht lang. Ich habe den jetzt bei 2 Wettkämpfen versucht. Bin jedes Mal besser geschwommen und dachte mir, den musst du nehmen. Der hilft dir, der bringt dir Glück. Das hat geklappt. Interessant ist ja, wenn man über 100 Meter Rücken die schnellste ist, womöglich auch in Athen, dass man dann in der Lagenstaffel schwimmen kann. Ist das eine zusätzliche Motivation? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich erstmal super glücklich, sie überhaupt geschafft zu haben. Dass ich jetzt natürlich noch von Antje Buschulte bin, ist Wahnsinn. Ich weiß natürlich auch, dass ihre Bestzeit über eine Sekunde schneller ist und da muss man einfach abwarten. Wo sehen Sie noch Steigerungsmöglichkeiten? Also ich denke, es gibt noch einige. Also ich hatte viele Probleme, was Start angeht. Wir haben viel geübt. Es hat gut funktioniert, aber es gibt sicherlich noch einige Dinge zu verbessern. Eine Gratulantin sehr herzlich war Franziska van Almsick. Kennen Sie sich gut? Ja, also wir verstehen uns super. Wir waren zusammen im Trainingslager in Südafrika und wir sind dicke Freunde. Unser Ziel war, meine erste Olympiade,
jetzt ihre letzte zusammen in Athen und mein Ziel war, mich vor ihr zu qualifizieren und das habe ich geschafft. Ja, vielleicht motiviert das auch Franziska, die ja morgen live hier übrigens im ZDF, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre 200 Meter Freistil schwimmen wird. Eine Strecke, wo es auf alle Fälle im deutschen Schwimmsport auch ganz eng zugehen wird, oder? Also absolut. Ich bin froh, dass ich die Strecke nicht schwimmen muss, weil es wird sicherlich sehr heftig hergehen. Und ich denke, die Mädels müssen früh morgens Druck machen. Aber ich denke, Franzi wird es schaffen. Ich habe morgen frei, werde sie voll unterstützen und ich denke, dass sie es schafft. Ja, dann gucken wir nochmal auf ihre glanzvolle Leistung, auf die Zeiten, die sie jetzt geschafft haben. Also, sie sind 1:01:38 geschwommen, persönliche Bestzeit, ganz klar. Die Olympianorm klar unterboten. Und die Weltjahresbestzeit ist nur noch mal ein Stückchen schneller von der Französin. Wie denken Sie darüber, wenn Sie dann doch so einen Abstand sehen? Also für mich ist momentan kein Problem. Das war für mich fast eine Sekunde Bestzeit. Ich bin erstmal super froh. Das ist meine erste Olympiade und einfach schauen, was geht. Ich werde hart trainieren und werde schauen, ob es noch was zu steigern gibt. Janine Pietsch, es hat Spaß gemacht, Sie so kennenzulernen. Bleiben Sie so fröhlich und optimistisch. Alles Gute für Dankeschön. Athen. Vielen Dank, Janine Pietsch. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war der erste Tag der Olympia-Qualifikation hier in Berlin. Es gab zum Glück auch schöne Überraschungen. Das macht doch den Sport so interessant.